Ich bin an der Universität Tübingen Professor für Globalisierungsethik mit besonderem Schwerpunkt auf dem Projekt Weltethos, war Gründungsdirektor des Weltethos-Instituts und bin derzeit leidenschaftlich gerne in Elternzeit. Das Erreichen globaler Mindestmaßstäbe hängt davon ab, dass Menschen sie als legitim akzeptieren, vor allem dann, wenn man will, dass sie sich freiwillig ihnen gegenüber verpflichten. Und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, wer hat eigentlich das Recht, diese Standards zu verabreden und zu setzen? Hier gibt es eine große internationale Diskussion, innerhalb derer spielt der Capability Approach, der befähigungstheoretische Zugang, eine große Rolle, wo verschiedene Autoren, vorrangig Marcel Nussbaum und Amartya Sen, davon ausgehen, dass die Standards, die sich die Weltgesellschaft geben sollte, orientiert sein sollten an den Befähigungen der Weltbürger, ein von ihnen selbst wertgeschätztes Leben zu führen. Hier gibt es aber nicht nur Konsens, hier gibt es auch Dissens. Und dieser Dissens besteht darüber, wer nun ausbuchstabiert, welche Bedingungen Menschen genau dazu instand setzen, also dazu, so freiheitlich ihr Leben selbst zu bestimmen, dass sie es selber wertschätzen können. Und über diesen Dissens zwischen den dort führenden Forschern, Frau Nussbaum und Herrn Sen, habe ich gesprochen. Wir haben eine Weltwirtschaft, aber wir haben keine Weltregierung. Wir können also die Weltgemeinschaft nicht zum Einhalten bestimmter Standards zwingen. Drum muss viel auf Freiwilligkeit beruhen. Diese Freiwilligkeit muss seitens der Individuen, der Zivilgesellschaft, der Unternehmen erbracht werden. Und sie resultiert natürlich aus Überzeugtheit. Das heißt, wenn Menschen und Institutionen überzeugt sind, dass sie einer guten Sache dienen und damit auch ihrer eigenen Sache dienen, dann ist es leichter, sie zum Einhalten einer weltbürgerlichen Verantwortung zu bewegen als anders. Und dann kommen wir auf mein eigentliches Thema heute wieder zurück, nämlich die Frage, wie können wir uns selber davon überzeugen, dass bestimmte Handlungen zugunsten Dritter, anderer Weltbürger in unserem eigenen Interesse liegen. Das Projekt Weltethos hat den wesentlichen Vorzug, dass es kulturelle, regionale und religiöse Grenzen überwinden kann und dass es der Annahme entgegenspricht, Menschen anderer Länder und Regionen seien uns so fremd, dass wir mit ihnen keine Gemeinsamkeiten, vor allem keine moralischen Wertgemeinsamkeiten finden könnten. Ganz im Gegenteil hat das Projekt Weltethos gezeigt, dass es diese Gemeinsamkeiten gibt, von denen her und auf die man hin Menschen anderer Länder ansprechen kann und im Namen derer man mit ihnen kollaborieren und kooperieren kann.